Und wir kommen zurück zur lustigen Undercover Yamaha Yamaha Yamaha. Ich weiß gerade gar nicht. Sieht halt wie Autosave Games. Brauchen wir die alle gar nicht. Egal. Why not? So, wir befinden uns in Map 2. Man kann es immer noch nicht lesen. Macht aber auch nichts. Was wollte ich? Ich hab den Kettensäger. Der Kettensäger. Und da ist der böse Mann. Der macht mich ganz krass an. Wir hätten Raketenwerfer. Ich verschwende bei den Dicken meine gesamte Munition. Andererseits habe ich gerade eine ganz nice Idee. Bam! Lebt er noch? Er lebt noch. Ich dachte echt, die Waffe ist ein bisschen stärker. Das ist so One Head, One Shot, One One. Wahrscheinlich baut sie, ach du Kacke, sie baut wahrscheinlich wieder ab. Das heißt also, ich bin raus, ich bin komplett fire. Komm, jetzt reicht mir langsam. Weg, wo der Regina kommt. Genau das. Na scheiße, ich bin tot, jetzt habe ich einen Zwei-Fronten-Krieg, einen Drei-Fronten-Krieg. Seid ihr eigentlich noch alle ganz dicht? Das, okay, der erste ist tot. Jetzt muss ich mich hier umkümmern. Einer ist weg. Der nächste ist weg. Jetzt gibt es ein bisschen Krieg auf die Omme. Mit der Womme. Und jetzt räume ich mal hier auf. Na, da seht ihr schon mal. Die Kettensäge, die ist nicht ohne. Die hat die Power. Vor allem kriege ich hier halt immer die doppelte Punktzahl, weil das als Glory Kill gilt. Oh, das ist eine Rakete, obwohl ich nicht mal Rakete mehr habe. Das ist ja nett. Kann aber bedeuten, dass ich in dieser Map eine Rakete mehr bekomme. Was an sich gar nicht mal so abwegig ist. Da oben sind die alle. Lass mich in Ruhe. Ich hab eine Uhr. Hallo. Er kommt jetzt. Ja. Na, wenn das mal keine Spinne ist. Du hast mit deiner Spinne leben gelassen. Und ich bleib auch noch in der Bahn. Soll ich den besiegt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich hab keine Ahnung, ob ich nicht stark genug bin. Ich hab wohl noch nicht gespeichert, oder? Jo, lol, das funktioniert tatsächlich. Mhm. Ah, da ist. Geht's da rein? Ja, da geht's rein. Okay. Passen wir mal auf, nicht, dass da noch eine Spinne drin ist. Das wäre unangenehm. Da ist irgendwie gar nichts. Außer ein paar Männchen in der Ferne. Oh! Und ein paar, die wir sehr gut kennen. Ja, dann noch mal. Uah. Ich will Raketenwerfer haben. Okay. Mir fällt gerade auf, dass die Waffe ja noch gar nicht aufgerüstet ist. Andererseits ist es auch egal. So. Gut, gibt's hier was? Nein, gibt's hier nichts. Hier was. Ah. That is nice. Was ist hier? Hier gibt's gar nichts. Hier gibt's ein bisschen Guckfenster. Also, ich meine, ich habe ja nichts gegen Eintopf, aber der ist ja kurz vorm Verwesen. Was ist euch hier?
Okay, hier geht's also nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Hier war Zaun. Da geht's weiter. Okay. Ah, ich krieg immer mehr Raketen, aber ich habe immer noch keine Raketen. Was bringen wir den Raketen? Ich kann die Dinger doch nicht einfach werfen. Ich meine, bei Brutbildung, da hat man so eine Granaten. Die kann man dann einfach werfen. Achso, habe ich hier natürlich auch. Diese Dinger. Was eigentlich gar nicht mal so schlecht wäre. Sollte ich mal öfters einsetzen. Gott, ich habe so viele starke Waffen. Naja, also viel ist jetzt ein bisschen übertrieben. Egal. Weil hier gerade ein bisschen ruhiger ist, speichere ich mal ganz kurz. Die Rüstung brauche ich eigentlich nicht. Kriege ich auch nicht. Oder. Wie war das? Ach, die können durchlaufen. Ist ja nicht nett. Ich wollte eigentlich die hier. Das war? Ah! Da ist auch der verloren geglaubte Raketenwerfer. So, dann nehmen wir uns die Macht, du Kacke! Ach du Kacke! Ach du Och, Lotti! Lecko! Nein! Nein! Ich muss hier raus! Was ist denn das, bitte? Bitte? Ja gut. Ja gut. Also jetzt wisst ihr, warum ich die Kettensäge mag. Denn die ist gut kräftig. Warum hat die denn letztens, also vorhin nicht funktioniert? Man bekommt gerade 85% Schild. Ist das denn ernst? Was ist das für ein krummer Wert? Das ist aber nicht angenehm. Das ist Verrat. Also ich weiß immer noch nicht, wo ich weitergehe. Ich muss irgendwo weitergehen. Also wir haben die Sachen geöffnet. Aber das war nur, um die Monster hier drinne freizulassen. Alter! Muss ich einfach mal vorstellen, hier als Monster einfach 30 Jahre eingesperrt zu sein. Da tun mir die Monster mehr leid als ich mir selber, also hier als Spielcharakter. Ob man hier wohl reinkommt? Sieht nicht so aus. Na? Sieht nicht so aus. Ich habe keine Ahnung, wo man weiterkommt hier. Das hat sich auch noch nicht geöffnet. Muss ich hier raufklicken? Nee. Ach, das gibt's doch gar nicht. Wo muss denn jetzt hin? Ach, hier ist auch noch ein Knopf. Dann gibt's. Oh, ah. Hätte man mir das nicht zeigen können? Ich wollte jetzt die ganze Zeit, wo es weitergeht. Gut, okay. Also, gerade ist hier. Speichern wir mal normal und dann würde ich mal sagen, gehen wir in den Krieg. Ich werde aber hier mal drauf rumstehen. Kann ich mal stehen bleiben? Ich kann hier nicht. Ich kann hier nicht stehen bleiben. Das ist ein bisschen Bullshit. So, ich gehe einfach mal davon aus, dass da. Das sieht ja süß aus. Da brauche ich die Schrotflinte gar nicht. Die Raketenwerfer gar nicht. Na, da nehmen wir hier einfach mal ein bisschen Schrotflinte, ne, und da rocken wir mal das ganze Spielfeld weg. Da kommt die Papi. Doch, die Papi. Och, du Kacke. Also jetzt mache ich es dumm, ich weiß, das ist dumm erfahrt. Hä, komm ich nicht näher? Die kommt irgendwie nicht näher, die frage ich nur warum. Ah, komm. Die brauche ich. Dankeschön. Ist wohl hier so eine komische Line-Dev. Man kann nämlich auch programmieren, dass, also, ja, noch ein bisschen Geschwafel. Jede Kante, die man hier sieht im Spiel, jede einzelne fucking Kante ist eine sogenannte Line-Dev. Also praktisch besteht die gesamte Map, ja, besteht nur aus diesen Linien, die man hier jetzt gerade sieht. Jede Kante ist also eine Linie und an jeder Linie kann
entweder eine Wand definiert sein oder ein Durchgang. Also nochmal, eine Wand, ein Durchgang oder aber so wie hier beides. Das heißt also ein Durchgang, wo entweder oben oder unten oder an beiden Orten noch eine Wand dran grenzt. Und das jede Linie kann auch bestimmte Eigenschaften haben. Heißt also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel schieße und hier ist ein Monster, dann kann man zum Beispiel definieren, dass hier durch diese Wand kein Sound durchgeht. Heißt also, das Monster hört da drinnen nicht, dass ich hier draußen rumschieße wie ein Bekloppter. Warum verschwende ich jetzt gerade Munition? Also, rumschieße wie ein Bekloppter. Und genauso kann man aber auch definieren, dass Monster diese Linie hier nicht passieren können. Und genau das scheint hier der Fall zu sein. Ah, siehst du? Die Monster da hinten hören mich nicht. Weil irgendeine Line-Dev hier auch so eingestellt ist, dass sie mich nicht hören. Weil es gibt hier viele Raketen, Alter. Ich bin auch schon voll. Das ist ja wie auf einer Weihnachtsfeier, wo man gezwungen wird, Alkohol zu trinken. Wobei ich allerdings sagen muss, ich bin davon ehrlich gesagt kein großer Freund von diesen Hilfsmitteln, das ist auch noch ein Raketenwerfer. Jetzt, wo man keinen mehr braucht, jetzt kommt 10.000. Wow. Weil ich meine, klar, es ist als Hilfsmittel wahrscheinlich gedacht, ist ja richtig. Das war gerade haarscharf. Das war gerade nicht mehr haarscharf, das war schon grenzwertig dämlich. Ach du Scheiße. Alter, ich habe gerade gar nicht auf die Dinge geachtet. Bleib doch einfach mal stehen hier. Das sind die Gummibären. Oh, ich habe vielleicht 5 umgebracht. Aha, da haben wir wieder einen Blitz. Ein Blitz getroffen und so. Hier sind auch noch Raketen. Alter, die gibt's doch gar nicht. So, hier ist jetzt auch wieder so ein Propeller. Kommt aber auch nicht rein. Da schießt sogar einfach durch. Hat also die Dinger, die für die nicht destruktabel. Zerstörbar. Dann nennt es doch einfach wie ihr wollt. Da geht's durch. Und hier sind das 4 Raketen. Und hier geht's auch noch durch. Okay. Ja, hier ist auch wieder Propeller. Na. Hier ist auch. Ah! Das Ganze mit den Schächten hat also doch einen höheren Sinn. Wobei ich den Sinn gerade nicht sehe, weil ich hier gerade gar nichts sehe. Wow. Immer schön geschillt. Ich sehe nichts mehr. Leute, wo bin ich denn jetzt hier? Oha. Ach du Kacke. Wo komme ich hin? Was mache ich denn da? Oh, ich sehe überhaupt nichts mehr. Ich sehe gar nichts mehr. Ach! Ja, hier war der rum. Da! Muss hier raus! Ich bin ja eine Blindschlange-Schleiche. Da oben ist eine Karte, aber wahrscheinlich... What the? Ist das nicht dafür gedacht, dass man hier hochspringen kann? Schließlich kann man in der Map normalerweise nicht springen. Ich gehe also mal davon aus, dass ich, wenn ich da hochspringen würde, den Sinn der Map etwas verkacke. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Damit hätte ich nicht rechnen müssen. Oh, genau. Das war ultra dumm. Aber ich habe zum Glück überlebt. Ja, ich wollte einfach mal gucken, ganz ehrlich. Mann, ich dachte, dass ich die Dinge jetzt kaputt umbringe. Hier. Nein! Fuck! Bin ein bisschen abgerutscht. Ich wollte direkt auf diese Spinne drauf zulaufen. Ah komm. Okay. Wenn ich will, der hat schon. Hä, wo steht der denn hin? Achso, ihr scheiß Auto-Aim. Und genau deshalb ist immer wieder. Fuck the shit Auto-Aim.
Mann, ey. Ich war so gut. Dann geht's einfach drauf. Bitte. Ich versuche nämlich gerade an diese komischen Runen ranzukommen, damit ich selber so eine Spinne werde. Ah, egal, ich mach. Komm zu mir, komm zu Papi. Wo rennst du wirklich lang? Gott, kriegt man ja Depression, kriegt man da ja. Komm da her. Wo rennst du jetzt schon gelang? Ach, doch durch. Ach, komm jetzt. Holy shit. Kommt hier noch mehr? Nein. Ach, ja, Gott. Ich wundere mich gerade, warum sich das Ding ab und zu bewegt, aber das ist keine Animation, sondern das ist einfach interlacing. Oder field interlacing. Oder whatever. Der hat gesessen. Leider für ein, in einer für mich ungünstigen Position. Auch mit extra so Scheiße. Arschloch. Kacke. Mist. Bitch. Arsch. Oma. Autsch. Ruhig auf den billigen Plätzen. Oder rein. Noch mehr. Sag mal, haben die überhaupt alle Eintritt gezahlt? Du kommst weg. Du bist weg. Da ist noch mehr. Moin. Neun. Ich bin mit dieser Sitzordnung unzufrieden. Endlich mal Ruhe? Nein, natürlich nicht. Warum sollte Ruhe sein? Da ist noch einer. Da sind noch mehrere. Mindestens fünf. Ah! Komm, ich krieg genau eine Macke. Alter. Ich halte auch immer genau drauf. Jetzt gibt mir meine scheiß Punkte, damit ich jetzt leck mir am Arsch. Okay, Leute. Das ist eine kleine Aufnahme. Die ich mir noch genehmigen muss. So. Oha. Alter, das passt ja mit der Rune voll aufs Auge. Was ist denn hier los? Zwei von diesen Fickern. Ich wäre auf legaler Weise definitiv rechtzeitig überlebt. Ich wäre gestorben, wäre ich. Sollen wir? Ja, das ist er. Na gut, gehen wir mal weiter. Beziehungsweise. Ne, ich kann hier nicht rüber. Ja, komm doch. Hau dich doch. Ach, das war hier, ja. Ist das keine Tür? Ah! Ja, klar, das ist. Diddy das, wo wir Diddy das. Das sind. Dankeschön. 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 Ist immer noch keine Tür? Oh, und jetzt irgendwas verpasst? Ja. Du kleine Ruhe. Komm mal her. Jetzt ist hier Müll. Alter, wie hip da. Komm her. Ja, genau du. Komm her, Audi. Genau du. Wir können mal alle schon Stern geben. Wie hinterhältig, wie hinterfotzig, wie hinterhinter. Die Leute, kriegt mal euer Hintern hoch. That makes no sense, aber it's funny. Oh.
Das hier dürfte, genau, das dürfte alles rot sein. Von daher sind wir noch. Ich sollte mal meine Lichtverbundstab. Ach, ist jetzt auch offen. Warum ist hier alles offen? Hab doch eine Tür oder was? Ich sollte mal meine Pistole upgraden. Fällt mir gerade auf. Okay. What the fuck? Hätte ich denken können. Gut, okay. Dann definiere ich das jetzt hier erstmal als Safe Room. Und gehe auf. Wow. Oh Gott. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Was macht das hier? Null, jetzt bin ich in der Falle. Kämpfen da welche? Oh, da kämpfen welche, das ist doch gut für mich. Yay. Also, ist hier was? Da habe ich gerade schon mal die gelbe Karte gesehen. 3, 2, 1, meins. Oh, hier ist jetzt noch eine Tür. Kriege ich aber nicht auf. Okay. Na gut. Wo genau geht es jetzt weiter? Hier? Nein. 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 Auch nicht. Also ich überhaupt versuche darauf zu springen. Normalerweise kann man doch gar nicht springen. Weil ich so auf Punkt 8 da ist ein Schalter. Brauche ich das also auch nicht versuchen, da irgendwie rauf zu springen, nur um damit die Map weiter zu schalten. Na gut, noch ist das hier safe, dann speichere ich mal ganz kurz. Und gehe jetzt ins Verderben. Welche Tür haben wir sich jetzt geachtet? Oh, oh, nö, nein, nein, nein. Ich mache bald No Commentary Video. Warum spawnt die Asche da hinten? Kommt her, kommt her, kommt her. Haut euch, ihr bitte, ihr seid euch alle. Ja, genau das, genau das, genau das. Ich hätte die alle mal ganz ruhig hier stecken lassen. Perfekt. Ha! Hä? Das war nice. So, habe ich ein Secret. Ich habe 2 von 3. Was für eine Sauerei. Dann suchen wir mal Secrets, würde ich mal sagen. Dich nehme ich auch noch mit, einfach weil ich es kann. Hier kommt mal. Ach, hier ist noch was. Was aber? Hä? Ach! Wow. Ich hatte einfach direkt neben die Fahrt zu platzieren. Nein. So, hier hatten wir schon alles. Ach, der Blitz ist klar. Wow. So viel zu dem Thema. Was mich aber gerade noch ein bisschen interessiert, ist noch ein bisschen Ammunition. Quatsch. Armor. Oh, also Ammunition gibt es schon mal.
Bei Armor sieht es wahrscheinlich ein bisschen schlechter aus. Digga, wie renne ich denn hier? Ich dachte, hier ist 30er-Zone. Oha, die Wirkung lässt nach. Ein Adrenalinspiegel sinkt. Jetzt bin ich eine alte Oma. Alte Oma. Gerade 18 Jahre alt geworden. In der heutigen Hippie-Zeit ist das schon alt. So, das hier ist das Ende der Welt. Ja gut, damit würde ich mich dann ganz herzlich verabschieden, wegen weil dieses Map-Pack mit Schatten ausfallen lässt und so weiter und so fort. Natürlich nicht. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie viele Maps es im Map-Pack gibt. Aber da gibt es jetzt einen schönen Befehl. Oh! Ist ja eine Full Walk, also ein volles 32 Level. Ja, Level 31 und Level 32 sind Secret Maps, wo man normalerweise hingeschleift wird nach bestimmten anderen Levels. Da gibt es dann alternative Exit Points, die man finden kann, und dann kommt man praktisch nicht ein Level weiter, sondern springt zum Beispiel von Level 14 in Level 31 und kommt dann von Level 31 wieder in Level 15. Und wenn man das normale Ende nimmt, dann kommt man halt direkt von Level 14 in Level 15. Deswegen, also Level 31 zu finden ist mit Glück halt so wie jetzt anderes Secret, muss man suchen. Und bei Level 32 gibt es zwei Möglichkeiten. Manche Map-Packs arbeiten so, dass es das gleiche nochmal woanders gibt, zum Beispiel hier hinten bei den 20er Leveln, dass man dann da auch von 27 zum Beispiel in 32 und dann von 32 in 28 geht. Es gibt aber auch Maps, so ist es zum Beispiel bei Doom 2, wenn ich mich nicht ganz irre, da gibt es dann in Map 31 auch wieder zwei Secret Exits. Heißt also, man muss bei Level 15 ein Secret finden, also ein Secret Exit finden, um in Level 31 zu gehen, und muss dann in Level 31 ein noch mehr verstecktes Secret Level finden, um dann in Level 32 zu gehen. Und wenn man auch das geschafft hat, nur dann hat man beide Secret Levels. Was relativ witzig ist. Ich persönlich schäme mich darum aber in der Regel nicht. Also Secret Levels habe ich bisher in meinem Leben noch nie betreten. Einfach, weil ich sie nie gefunden habe. von daher, ich hoffe, man nimmt es mir nicht übel, dass ich also nur praktisch von Level 1 bis Level 30 spiele. Ich weiß, Speedrunner und so, die nehmen diese Secret Levels immer mit. Ich kann ja mal gucken, vielleicht gucke ich mir von meinem Speedrun von Back to Saturn an. Back to Saturn X. Allerdings habe ich da nicht wirklich Bock drauf, weil es sollen dann Blind One werden, und dementsprechend würde ich mir damit praktisch schon alles nehmen. Gut. Genug geschwafelt. Ich habe vergessen, noch am nächsten zu gucken. Egal. Wow, wir werden direkt mit dem Gegner begrüßt. Ist ja nett. Gut. Dann würde ich mal sagen, ihr könnt mal alle mal die Bugel runterrutschen. Ja, hier bin ich gerade am Hochladen. Schande über mein Haupt. Mit 170 Kilobyte. Also nicht wundern, wenn immer nur alle 3 Jahre mal ein Video hochgeladen wird. Gut, na dann. Um abermals Gronkhs Worte zu zitieren, schau mit Verhauen.